Hier ist die Automatenautobahn. Hm. Ja, wenn wir es machen, dann machen wir es gleich richtig. Ihr kennt mich. So, dann brauchen wir Heizung. Wir brauchen definitiv Heizungen. Ah, da ist schon sehr warm. Sehr, sehr warm. Es ist die Frage, ob wir hier eine... Ist echt übertrieben warm. Egal, besser als gar nichts. Ja, einen Arzt haben wir noch nicht. Das heißt, kompetentes Personal suchen wir noch. Aber es dauert ja auch, bis die ersten Leute hierher kommen. Bewerber gibt es in 6 Tagen. Also wir brauchen wenigstens einen Arzt. Das sollte man sagen. Ja, sie benötigt einen Arzt. Ich weiß, ich brauche einen soliden Arzt. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Schwachkopf. Was soll ich machen? Da müssen wir warten. Und das kostet Geld. Warten kostet. Reizbar. Ciao. Ja, was will ich damit? Das ist für mich doch kein Arzt. Naja, gut. Er hat Zeit mitgebracht. Er hat es mir vorher versprochen, dass er Zeit mitbringt. Wir können ja mal ein bisschen vorspulen. Arztpraxis benötigt ein Arzt. Was soll ich machen, liebes Spiel? 22.000. Wir werden Minus machen. 16.000 verloren. Wir benötigen einen halbwegs kompetenten Arzt. Gut, wenn es jetzt ein Reizbarer ist, nehme ich den trotzdem. Was soll ich machen? Aber optimal ist das natürlich nicht. So, jetzt komm. Lass es einen guten Arzt geben. Ja, perfekt. So, was wir jetzt noch machen können, ist ganz ehrlich, daran habe ich nicht gedacht. Wir brauchen natürlich diverse Unterhaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel sowas. Ja, auch Pflanzen sind immer gern gesehen. Da müssen wir mal gucken. Ja, zu viel würde ich jetzt nicht machen. Der Spielautomat ist sehr teuer. Ja, jetzt am Anfang haben wir das Geld nicht. Am Anfang müssen wir wirklich gucken, das Geld ein bisschen zusammenhalten. Und darum auch nicht zu viel Personal holen. Ja, minus 10.000 nur noch. War reizbar. Den nehmen wir nochmal. Und einen Hausmeister. Ja, was willst du mit so einem? Ja, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir hier vernünftiges Personal finden. Ein Hausmeister würde ich gern noch haben wollen. Das war nicht schlecht. Motiviert, arbeitet, um zu leben. Ja, nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Hat nur Stroh im Kopf. Ja gut, sowas hilft natürlich nichts. Und was haben wir hier? Arbeitet für Affelei, inspiriert. Wäscht sie nicht die Hände. Es tut mir leid, solche Ärzte kann ich nicht ernst nehmen. Und ich glaube, wir brauchen einen Schulungsraum. Wir benötigen einen Kredit. Wir nehmen einen Kredit. Und zwar nehmen wir diesen. Wir brauchen einen Schulungsraum. Wir müssen unser Personal schulen. Weiterbildung, Pausenraum. Wo ist die Schulung? Weiterbildung. Weiterbildung kommt von Einbildung. Der ist zu groß. Der ist definitiv zu groß, der Raum. Und ich glaube, das reicht sogar schon, oder? Wie
gesagt, zu viel sollte man nicht machen, denn... Es sind 2, 4, 5 können gleichzeitig geschult werden. Ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, das reicht. Machen wir dahin. Sehr schön. Oh, ist das nervig, dass sich das immer wieder so dreht. So, ich glaube, dann haben wir es. Dann, was können wir noch gebrauchen? Mülleimer ist Schwachsinn, Feuerlöscher ist Schwachsinn. Ein Heizkörper, definitiv. Hier hinten dürfen die sich Kaffee, geht das? Nö. Können sie das hier machen? Auch nicht. Gut, Kaffee gibt's nicht, tut mir leid. Haben wir gerade nicht in Angebot. Okay, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Und dann ganz ehrlich, hier hinter, man sieht es ja nicht. Es spielt ja keine Rolle. Da kommt hinten so ein Anschlagsbrett. Ja, hier kommt so eine Uhr hin. Ja, hier vielleicht so Zeichnungen. Und was man vielleicht auch noch machen kann, ist... Ja, wir haben ja das ein oder andere Bild. Ja, wir brauchen leider 1, 2 Zertifikate. Es hilft nichts. Jetzt sag nicht, dass Geld fehlt. Was fehlt denn? Zimmerbau noch nicht bereit. Warum ist das nicht bereit? Wir haben eine Tür. Wir haben alles. Muss der Raum 3? Der muss 3 breit sein, oder? Ja, zumindest so. Okay. Halt. Wir bearbeiten den nochmal. Eine Sekunde. Dann bauen wir den Raum nämlich ganz anders. Dann machen wir das hier so. Wir gucken mal. Ja, sieht gut aus. Wir gucken Wärme. Sieht schon schwieriger aus. Ist überraschend kalt. Objekt, Objekt, Objekt. Große Heizung. Ja, und hinten kann man vielleicht noch so einen kleinen Heizkörper hinstellen. Sehr schön. Ja, was können wir denn noch machen? Ich meine, wenn wir denn schon jetzt hier das E umgestaltet haben, können wir mal gucken, was es noch so gibt. Ein Abfalleimer, der kommt da in die Ecke meinetwegen. Da könnten wir noch so ein Pflänzchen hinstellen. Müssen wir nicht, aber machen wir mal. Okay, okay, okay. Ansonsten gibt es hier unten auch nichts Wichtiges mehr. Ein Whiteboard. Erhöht Ausstattungslevel. Könnte man mal mitnehmen. Komm, dann haben... Nein, wir haben andere Räume, die wichtiger sind. Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht. Wir wollen den Raum nicht überfüllen.
Und ich frage mich jetzt gerade, ob wir hier nicht unser System wieder machen. Ich glaube, das bietet sich an, oder? Ich glaube, wir machen wieder das hier. Da geht es nicht. Dann wird es hier auch nicht gehen. Okay, also es hat doch auch seine Probleme. Das Problem hat Probleme. Aber gibt's nicht mehr. Nein, aber gibt's nicht mehr, das ist korrekt. So, und dann drehen wir das hier auch. Und machen das vielleicht sogar so ein bisschen spaßiger, man weiß es nicht. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt hier Objekte haben, dann können wir die ja rein theopraktisch gesehen, sowas zum Beispiel müsste hier reinpassen, oder? Natürlich nicht. Dann setzen wir das hier hin. Aber... Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer. Oh, Telefon könnte man eigentlich auch mal hinstellen. Mülleimer, wo ist der Mülleimer? Da. Und haben wir Wasser trinken? Wasser, Wasser, Wasser. Geht auch nicht. So eine kleine Trinkstation. Hier gibt es Süßigkeiten. Hier vielleicht auch nochmal. Hier vielleicht auch nochmal so eine Trinkstation. Ups. So sieht das ja schon ganz gut aus. Mülleimer haben wir da. Es gibt doch diesen einfachen Zeitungsständer. Den könnten wir jetzt zum Beispiel da hinstellen. Oder hier vorne. Ich würde hier lieber gerne noch... Also bevor ich dieses dumme Ding hier habe, mache ich lieber die Bank hier hin. Und dann können wir diesen Zeitungsständer-Gedöns da hinstellen. Ich weiß es nicht. Wir lassen das Spiel mal weiterlaufen. Es muss ja nicht alles symmetrisch sein. Ja, aber es fehlt an Mitarbeitern. Ich weiß, wir arbeiten dran. Oh, was haben wir da? Rock'n'Rollitis, wissen wir. Das heißt, wir brauchen auch dringend einen Psychologen. Den brauchen wir eigentlich als nächstes. Der bringt, glaube ich, eine Menge Geld. Wir brauchen nur einen kompetenten Mitarbeiter. Das ist das Problem. Und wir haben gerade gar nichts. Wir haben einfach gar nichts. Und warten jetzt. 4 Tage noch. Naja, 5 steht noch. Jetzt sind es 4. 3. 2. 1. Ja, okay. Können wir hier hingehen auf alle? Ah, hier oben sehen wir übrigens 3 und 3 beschäftigt und hier brauchen wir dringend noch. Grantig. Reizbar. Ja. Also das brauchen wir hier nicht. Den können wir ruhig lassen. Wichtig wäre ein Arzt gewesen. Ja, kann man sich nicht aussuchen. Wie gesagt, das Problem ist, dass wir hier einen Psychologen brauchen. Wir können ja ein bisschen vorspulen, denn wir müssen warten. Wir müssen diese 16 Tage warten. Und ich will nur noch Top-Personal. Ich habe keinen Bock auf Tote und sonst irgendwas. Diagnostiziere tierische Anziehungskraft. Okay. Wir wollen vernünftige Ärzte. Die ist reizbar und so. Krankenpflege haben wir zumindest 2.
Ja, Ärzte wäre schön. Wenn wir jetzt einen Top-Arzt hätten, den würde ich sofort zum Psychologen ausbilden, wenn er das nicht kann. Hohes Tempo. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir benötigen einen Psychologen. Wir müssen den extern holen. Da haben wir schon kein Geld. Das heißt, kreditmäßig werden wir einen neuen aufnehmen. In Research. Ja, was willst du machen? Das ist der einzige, den wir nehmen können. Auf gutes Personal können wir später achten. Oder wir müssen sie schlachten. Ja, 4.600 zahlen wir jetzt extra. Wahnsinn jeden Monat für den Kredit. Aber man sieht, hier ist es voll. Das ist das, was wir brauchen.